Wie bist du zum Angeln gekommen, das zu sind der die Faszination? Momente, in denen ich am liebsten das Interview verlasse. Wie hast du angefangen mit Angeln? Je klarer das Wasser, desto natürlicher die Farben. Je trüber das Wasser, desto auffälliger die Farben. Was möchtest du machen? Angelköder? Mhm. Dann stellt man sich immer so vor, ja. Dosenmais und Dosenbier. Und ja, das war so ein ganz offener Prozess, wie man das in so einer Werbeagentur halt kennt. Auch an der Tankstelle? Nein, am Whiteboard tatsächlich. Gut. Im Büro, es hatten alle ihre Hosen an. Der Gummifisch setzt voraus, dass du ihn einsetzen kannst. Das ist ja erstmal nur so ein Stück Plastik. Ja? Und du musst ihn selber mit deiner Köderführung zum Leben erwecken. Ja, gibt's ja nicht. Ich sag, wie gibt's nicht? Na, sind ja nicht lieferbar. Und so. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Dann sind 2-3 Jahre vergangen. Also ich musste alle halbe Jahr wieder anrufen. So, nein, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon... Ja, lass mal treffen. Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Tag Leute, herzlich willkommen. Eine neue Episode von Angebissen. Heute mal in der untergehenden Frühlingssonne. Und Leute, holt die Lappen raus. Es ist Zeit, das Entnahmefenster zu putzen. Denn wir sind an der Müritz unterwegs. Frieda, schön, dass ich dich mal wieder sehe. Ja, wunderbar. Obwohl, ich kann dich gerade nicht richtig erkennen, weil ich gucke direkt in die untergehende Sonne, ja, die sich auch noch auf dem Wasser hier spiegelt und auch so ein bisschen durch den Müritzfischerkahn oben bei den Aufbauten durch die Scheibe knallt. Also es ist Südsee-Atmosphäre, kurz nach Frühlingsanfang in Mecklenburg an der Müritz. Also das ist, wäre es jetzt noch ein kleines bisschen wärmer, würde ich sagen. Ey, Schuhe aus, ist Sommer. Wahnsinn. Und das schon Ende, Mitte März. Es ist richtig herrlich bei uns. Die Sonne hat auch schon ordentlich Kraft. Wir sitzen direkt im Müritzfischer Kahn und wurden eingeladen. Es war nämlich nicht unsere Idee, bei den Müritzfischern unterwegs zu sein, sondern wir wurden eingeladen von Jens von Lieblingsköder. Hallo. Hi. Der Jens hat nämlich gesagt, okay Jungs, was machen wir im März in Sachsen-Anhalt, wo Jens ja herkommt, eher schwierig mit dem Angeln. Wie lange habt ihr Schonzeit? Bei uns ist Schonzeit bis zum 1. Mai. Oh, okay. Wie in Berlin, Raubfischschonzeit bis 1. Mai? Genau, Raubfischschonzeit bis zum 1. Mai. Also bleiben die Köder jetzt in der Box. Jo. Oder man fährt nach Mecklenburg-Vorpommern, so wie ihr es jetzt gemacht habt, und man trifft sich hier. Genau, war auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir sind morgen noch unterwegs, wir wollen noch nicht zu viel spoilern, wobei du kannst ja doch immer schon mal sagen, was wir morgen vorhaben. Na, ich habe mir überlegt, wir machen so ein ganz normales Standardprogramm. Also ihr seid jetzt mal die Angeleinsteiger, natürlich seid ihr Vollprofis. Natürlich ist ja sind klar. Wir das, wir sind immer Angeleinsteiger. Selbstverständlich. Mhm. Nein, aber ich habe mir gedacht, wir machen mal das Angeleinsteigerprogramm und dafür fahren wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier kannst du sogar angeln ohne Angelschein, also das heißt, du brauchst natürlich einen Fischereischein, aber hier gibt es den sogenannten Touristenfischereischein. Das heißt, du kannst dir für 28 Tage den Fischereischein kaufen und bist dann berechtigt, hier angeln zu gehen. Und das ist sowas, was ich vielen Anglern oder Angeleinsteiger heißt das richtig, empfehlen würde, die einfach mal ausprobieren möchten, ob das Angeln was für sie ist. Siehst du, Erik, was ich seit Monaten immer erzählt habe, bevor ich Fischereischein in Berlin gemacht habe, fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern, da ist der Beweis, Jens sagt es genauso, holt euch den Touristenfischereischein für 28 Tage und lernt diese Angelleidenschaft mal auch ohne große Bürokratie einfach kennen. Also das ist ja auch so eine Spezialität, sorry Jens, hau aus. Nein, alles gut. Das ist ja auch so eine Spezialität von Lieblingsköder, das hast du dir auf die Fahnen geschrieben, sozusagen wirklich die Menschen zum Fisch zu bringen, möglichst voraussetzungslos, also sozusagen ganz niedrigschwelliges Angebot zu machen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Wir wollen aber immer ein bisschen einsteigen mit der Person an sich. Jens, wie bist du zum Angeln gekommen, das zu der Faszination? Das sind die Momente, in denen ich am liebsten das Interview verlasse. Wie hast du angefangen mit Angeln? Also ich habe ganz normal angefangen mit Angeln, wie jeder andere auch, irgendwie als Kind schon und dann mit Freunden unterwegs gewesen. Und die einen sind halt in die Disco, die anderen haben am Moped geschraubt und wir sind halt irgendwie mit dem Fahrrad zum See gefahren, haben Aale geangelt oder Karpfen oder was es halt so gab. Das ist eigentlich gar nicht so der spannende Teil. Jetzt das Spannende, wie ich zum Raubfischangeln gekommen bin. Da war ich dann nämlich schon erwachsen, das war schon nach meiner Ausbildung. Und da hatte ich große Probleme mit dem Raubfischangeln, also das zu lernen. Ja? Ansitzangeln, du hast vorhin gesagt, Frieda, du bist auch mal Ansitzangler. Ne? Du schmeißt irgendwie eine Pose ins Wasser und dann kommt entweder ein Wurm dran oder eine Maase oder ein Maiskorn, ein bisschen Futter hinterher und dann sitzt man und dann wartet man. Das kriegt man irgendwie auf die Reihe. Aber das Kunstköderangeln auf Raubfische, das ist sehr, sehr kompliziert, zumindest ganz am Anfang. Also entweder man hat jemanden, der einem das beibringt, deshalb seid ihr nämlich heute auch hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, das werden wir morgen uns angucken.
wie man das dann macht und lernt. Oder man muss auf die Reise gehen und Magazine durchforsten, Videos gucken, YouTube-Videos gucken. Und dann stellt man fest, es ist trotzdem ganz schön schwierig. Weil es gibt für jeden Köder ein Einsatzgebiet und irgendwie ist, also irgendwie funktioniert alles und nichts. Mhm. Und man lernt dann auch, wenn man dann so ein paar Techniken gelernt hat und sich auch angeeignet hat, das heißt ja aber nicht, dass es dann 3 Monate später immer noch genauso funktioniert mit Kunstködern, wie es meinetwegen im Mai funktioniert hat, weil das muss man ja auch noch berücksichtigen. Und genau, was du sagst, ich fand auch, als ich angefangen habe, so richtig mit Kunstködern zu angeln, es dauert eine Zeit, bis sich auch der Erfolg einstellt. Und da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Da habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt, dass manche einfach dann aufgeben, weil irgendwie ist mir das nichts. Aber die Belohnung, hast du das vielleicht auch festgestellt, kommt, wenn man dranbleibt. Ja, auf jeden Fall. Die Belohnung kommt, wenn man dranbleibt. Jetzt war es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir dann halt die Videos angeguckt und die Magazine und dann war ich hochgradig motiviert und habe gesagt, genau das möchte ich jetzt auch. Also ich kaufe mir jetzt irgendwie einen Köder und dann gehe ich los und dann stelle ich fest, das klappt nicht. Und dann kommt man in so eine Spirale rein, in der man immer weiter frustriert ist und das Gefühl hat, okay, vielleicht kann ich es irgendwie mit Budget lösen. Ich gehe jetzt erstmal los und dann kaufe ich mir 2 Umzugskartons voll mit Angelködern, weil der hat ja im Video gefangen und der hat gefangen und der hat gefangen. Und man vergisst dabei eigentlich, worauf es eigentlich ankommt. Und da habe ich gesagt, ich gucke mir jetzt mal die Erfolgsfaktoren an und sortiere das mal und guck mal, ob man da nicht was Einfaches draus machen kann. Und alles beginnt natürlich mit dem Auswahl des richtigen Angelplatzes. Alles beginnt mit der Auswahl natürlich auch des passenden Köders. Ja. Und für mich ist ja die Kernfrage, wie viele Köder brauche ich eigentlich? Wann setze ich welche Ködergröße ein? Und das zu beschreiben, das mache ich jetzt seit knapp 10 Jahren und helfe damit, Angeleinsteigern zum Fangerfolg zu kommen. Das ist ja auch das Konzept von Lieblingsködern. Genau. Ne? Also das sieht man ja auch. Lass uns aber eben mal einfach noch ein bisschen kurz bei dir bleiben. Noch eine ganz kurze Zwischenfrage, die muss ich jetzt leider sofort loswerden. Du hast gesagt, man muss rausfinden, wie viel Köder man braucht. Ja. Ganz kurz, hast du eine Antwort gefunden bisher? Zeige ich euch morgen auf dem Boot. Gut, danke, reicht mir. Nein, also man braucht weniger, als man denkt. Mhm. Man muss aber genau wissen, welchen Köder man braucht. Also reicht mir schon als Antwort. Danke, Jens. Das wollte ich jetzt ganz schnell geklärt haben. Ihr müsst das auch abkürzen, weil ich kann über jedes Thema, was ihr mir vorlegt, sagen, ich stehe am Netz bereit mit dem Schläger und wenn ihr mir den Ball zuwerft, ist dann... Ist kein Problem. Alles klar. Wir wollen aber ein bisschen bei dir bleiben. Genau, weil jetzt geht es ja darum, sozusagen auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ja. So ein bisschen so einen Eindruck zu finden, wer ist denn eigentlich dieser Jens? So, klar, man sieht dich aus den YouTube-Videos von Lieblingsköder und so, aber wir wollen natürlich ein bisschen auch die Geschichte von Lieblingsköder mal darstellen, weil die, glaube ich, noch nicht so viele Leute kennen. Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht. Dürfen wir wissen, zu was du eine Ausbildung gemacht hast? Ich bin ausgebildeter Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Okay, merkt man auch. Gute Voraussetzung. Ja. So, und dann kommst du aber eben zum Raubfischangeln wahrscheinlich und dann irgendwann kommt die Idee, ich mache jetzt meine eigenen Gummiköder. Genau. So, wie kam diese Initialzündung dazu? Also wie ich es vorhin beschrieben habe, ich habe mir erstmal alles gekauft, was es irgendwie zu kaufen gab und 1000 verschiedene Köder, DVDs, Magazine, ich habe mir alles angeguckt, was es irgendwie anzuschauen gibt und es ist witzig, dass du darauf ansprichst, tatsächlich dieser Agentur-Background, also ich habe auch eine eigene Werbeagentur betrieben, also die habe ich immer noch, aber damals war es natürlich viel größer, jetzt konzentriere ich mich ja mittlerweile mehr auf das Angelködergeschäft, hat mir natürlich dabei geholfen, Dinge zu sortieren und einzuordnen und auch ein System zu entwickeln und sagen, also was ist denn jetzt hier überhaupt wichtig? Ja, der eine erzählt dir, du musst auf den Luftdruck achten, der nächste erzählt dir, du musst auf die Mondphase achten. Und dann habe ich das alles mal einkategorisiert und habe gesagt, also für mich 2 Faktoren, die ich am Wasser ganz einfach... Entschuldige bitte, was war deine Frage? Ist überhaupt gar kein Problem. Wir wollen einfach wissen, wie aus Jens, dem Angler, Jens, der Ködermacher wird. Gut, super. Dann, falls der Bogen zu groß wird, dann fangt mich einfach wieder ein. Als ich da mit diesen ganzen Ködern am Wasser stand, dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt alles irgendwie einsortieren? Und was wir morgen gemeinsam machen, nämlich das erste Mal angeln gehen mit dem Angelguide, das habe ich damals gemacht. Also für mich war dann irgendwann der Scheideweg, zu sagen, ich hänge jetzt das ganze Thema an den Nagel, weil ich hatte alle Köder und alle DVDs. Und ich habe mir alles angeguckt und auch versucht umzusetzen, die verschiedensten Methoden und Angeltechniken. Oder ich suche mir professionelle Hilfe. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich mit Angelguides losgegangen und dann habe ich das sehr genau angeschaut, was die Angelprofis dort machen. Und dann habe ich festgestellt, so kompliziert ist das mit dem Köder eigentlich gar nicht. Also die verwenden alle einen etwas ähnlichen Köder, einen länglichen Beutefisch. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Auch die Angelausrüstung ist recht ähnlich. Auch die Plätze, an denen die angeln, ist recht ähnlich. Auch das System, nach denen die ihre Köderfarben auswählen beispielsweise, ist sehr ähnlich. Und eines Tages stand ich bei uns an der Tankstelle und dann ist mir das so in den Kopf geschossen und dann dachte ich so, klares Wasser oder trübes Wasser?
Das ist etwas, das ist immer wieder gefallen. Wir haben heute klares Wasser oder trübes Wasser. Habe ich überlegt, okay, klares Wasser oder trübes Wasser, Sonne oder Wolken. Das ist jetzt mal für mich so ein System, mit dem ich arbeiten kann. Entweder habe ich klares Wasser, entweder habe ich klares Wasser mit Sonne oder klares Wasser mit Wolken oder ich habe trübes Wasser mit Sonne oder trübes Wasser mit Wolken. Vier Zustände, ganz einfach. War für mich total einfach und konnte ich mir gut merken. Und dann habe ich die Angelguides angerufen, mit denen ich vorher unterwegs war, mit denen ich meinen ersten Zander und Hecht und so weiter gefangen habe und habe gesagt, pass auf, ich habe mir hier was einfallen lassen. Wie findest du das? Klares Wasser, Sonne, Wolken, trübes Wasser, Sonne, Wolken. Super. Und jeder konnte mir auch sofort dann beantworten, als ich die konkrete Frage gestellt habe, was für Farben ich dann dort verwenden soll. Je klarer das Wasser, desto natürlicher die Farben. Je trüber das Wasser, desto auffälliger die Farben. Gut, bei den Feinheiten gab es dann noch so ein paar, nicht wahr? Aber das, da kann ist, man das ist, du hast im Prinzip eine Systematik, richtig, dir rausgesucht, genau, was wunderbar hilft, nämlich genau, diese ganzen Eindrücke, die du als Angelanfänger hast, zu sortieren, genau, zu systematisieren und dadurch natürlich auszuschließen. Genau. Weil das kann ich absolut nachvollziehen, weil, Mensch, dieser Köder fängt. Warum fängt der? Weil du dann das nämlich rüberlegen kannst wie eine Schablone, was du gerade erzählt hast. Finde ich total interessant, genau, weil ich glaube, jeder, der den Schritt gemacht hat vom Anfänger hin zum mittelbegabten Kunstköder-Angler, auch diesen Entwicklungsschritt durchgemacht hast, den du gerade skizziert hast. Und wenn wir jetzt trübes Wasser, klares Wasser haben, mit den entsprechenden Witterungsbedingungen, gibt es ja bestimmt noch eine weitere Systematik, die du dir dann überlegt hast. Nee, das ist gar nicht komplizierter. Also alles, was danach kommt, also jetzt sind wir schon bei der Arbeit, die ich mache mit Lieblingsköder sozusagen. Ja. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie ging es mir damals? Und es ist wirklich, also manchmal ist es wirklich kompliziert, einfach zu bleiben. Manchmal muss ich mich wirklich selber da wieder daran erinnern, wie es damals bei mir war, nicht komplexer zu werden. Es gibt natürlich, ich habe natürlich mehr Farben im Programm. Ohne dass ich da jetzt sage, nimm jetzt diese Farbe für diese Bedingung oder diese Farbe für diese Bedingung. Das sind einfach Sonderfarben. Bumm, fertig. Das ist für fortgeschrittene Angler, die selber gern mit Köderfarben experimentieren möchten. Und jetzt immer wieder bei dem Thema. Bin ich Angeleinsteiger und bin noch davor, überhaupt meinen ersten Fangerfolg zu haben, überhaupt erstmal meinen ersten Hecht zu fangen oder meine ersten 20 Hechte zu fangen, dann ist es für mich frustrierend, wenn ich nichts fange. Habe ich aber diese Stufe genommen und bin sozusagen schon routiniert, dann kann ich auch Farben testen, kann das auch gern machen und kann auch sagen, heute probiere ich mal irgendwie einen grün-blauen Köder aus. Mhm. So, mal gucken, ob der was bringt. Und wenn ich dann einen Tag nichts fange, dann frustriert mich das auch nicht. Dann packe ich den Köder halt beiseite und dann probiere ich am nächsten Tag mal einen braunen Köder aus oder mal einen blauen Köder aus. Und dann macht das ja auch Spaß. Dann gehört das sozusagen auch mit zum Alltag des Anglers und dann befriedigt mich das auch, wenn ich dann eine Farbe finde. Aber das ist eine ganz andere Ausgangssituation, eine ganz andere Motivation dann, als wenn ich wirklich Angeleinsteiger bin. Der erste Punkt, den müssen wir machen dann beim Köder. Da müssen wir sagen, okay, also wenn ich jetzt einen Gummifisch verwende und ich habe jetzt diese vier Grundfarben, das steht auf der Tüte drauf, wofür der geeignet ist, ist jetzt für mich das Thema Köder erstmal erledigt. Klar, ich brauche da noch einen Haken dazu, eine Angelausrüstung und so weiter. Lass uns gleich mal dabei weitermachen. Ich will trotzdem so versuchen, so ein bisschen die Historie mit einzuweben, wenn es geht. Das heißt, das ist das, was du dir überlegst. Du hast diese Initialzündung, ich nenne es mal Prinzip Lieblingsköder. Genau, schön auch genau, an der Tankstelle, so wie es halt ist. Ja? Also passiert ja so. Ne? Zum Glück an der Tankstelle und nicht an einer anderen Lokalität. Naja, auf Klo. So, ist das ja ganz normal. Also ich meine, wie auch immer. Aber, das ist eure Geschichte, Jungs. Das ist eure Geschichte. Die angewiesene Geschichte haben wir auch schon nächstes Mal erzählt, aber das machen wir nachher. Jetzt sagst du, okay, das ist mein Prinzip, habe ich verstanden. Genau. Mein Problem wäre jetzt, wenn ich eben zum Beispiel sage, und das will ich weitergeben, wie macht man einen Gummiköder? Also wie man den macht, handgießt, das haben wir tatsächlich jetzt in den letzten zwei, also in der letzten Folge selber mal ausprobiert, das hat total Spaß gemacht. Ja. Aber die Frage ist ja sozusagen, wie macht man das und wie wird daraus dann quasi... Ein Geschäft klingt immer so krass, Produkt, weil das ist ja Produkt, vielleicht nicht gleich die erste kannst. Idee. Ja. Aber genau, wie wird daraus etwas, wo man sagt, das kann ich jetzt anbieten? Genau, also du suchst den Lieferanten, gehst dorthin und sprichst mit dem und sagst, ja, das und das habe ich vor, das möchte ich gerne machen, habt ihr Lust da drauf? So, und dann, so wie ihr jetzt mich anguckt, haben die mich dann auch angeguckt und gesagt, ja, okay, von welcher Firma sind sie denn? Von meiner. Wie Firma? Ja, genau. Tatsächlich war das so, ja. Wahre Geschichte. Dann habe ich aber gesagt, ich habe da was vor und ich habe da eine Idee. Also viel schwieriger als einen Produzenten zu finden war es eigentlich, meine Familie davon zu überzeugen, ja, dass das wir jetzt beim mal Angeln. Das Konto leer räumen und was möchtest du machen? Angelköder? Mhm. Dann stellt man sich immer so vor, ja. Dosenmais und Dosenbier. Und
Ja gut, aber hat ja so funktioniert. War das. Ja, genau, so war das. Und dann habe ich 4 Tüten designt, also mein Team und ich, das ist ja immer, ne? Klar. Mhm. Dann haben wir 4 Tüten designt, dann haben wir das gemacht und dann sind wir losgelaufen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt die Firma Lieblingsköder. Und das sind unsere 4 Tüten und da steht auf der Tüte drauf, wofür der Köder geeignet ist. Lieblingsköder ist so naheliegend, weil den Namen muss man, es ist ja ein bisschen wie bei so einem Bandinterview, man soll immer nicht die Frage nach dem Bandnamen stellen, ja, aber ich tue es jetzt trotzdem. Wie kam's? Ja, das war so ein ganz offener Prozess, wie man das in so einer Werbeagentur halt kennt. Auch an der Tankstelle? Nein, am Whiteboard tatsächlich. Gut. Im Büro, es hatten alle ihre Hosen an und nein. Also war halt ein Brainstorming. Ja, es war halt so ein Brainstorming und dann schreibt man die Sachen an die Tafel und im ersten Moment klingt das völlig bekloppt, verrückt. Das können wir doch nicht so nennen, ist doch viel zu einfach. Und nach 3 Tagen guckt man dann mal wieder drauf und nach 4 Tagen telefoniert man und dann fragt man, und welcher Name hat dir am besten gefallen? Puh, ich kann mich eigentlich nur noch an Lieblingsköder erinnern. Was waren die anderen nochmal? Okay, das ist es jetzt fertig. Das ist auch. Ja? Es gibt immer, einen Lieblingsköder. Den gibt es immer, ja, bei jedem Angler, bei jeder Anglerin gibt es einen, ja, Lieblingsköder. Deswegen, wie Erik richtig sagte, das ist so naheliegend. Ja. Eine weiterführende Frage ist dann, das war ja jetzt mehr so die Softbait-Ecke. Genau. Ja. So, und dann gibt es ja noch, was ja auch auf deinem Pullover zu lesen ist, fast, dieses Spin-Mat. Genau. Was ja Jig-Spinner sind und ich das Gefühl habe, die Dinger waren mit die ersten auf dem Markt, die ich so mitbekommen habe. Da kannst du mich gern berichtigen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja quasi jetzt keine Erfindung, die ihr macht, sondern ihr vertreibt die, ne, für Deutschland. Oder ist es auch wieder falsch? Nein. Was heißt auch wieder? Nein, alles richtig. Nee. Alles richtig. Genau. Die vertreiben wir. Darf ich ganz kurz nochmal den Bogen zurückschlagen zu den Gummifischen? Selbstverständlich. Weil wir haben mit einer Größe Gummifischen angefangen. Ja. Dann haben wir diese 4 Tüten gemacht. Mit welcher Größe habt ihr angefangen? 12,5 Zentimeter. Mhm. 12,5 Zentimeter. Das waren die ersten. Und dann haben wir damit geangelt, haben die ersten Fische gefangen. Also auch Barsche, Hechte, Zander damals. Und dann haben wir festgestellt, unser Publikum, wie die darauf reagieren und welche Erfahrungen wir selber über die Jahre machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen halt noch einen kleineren Köder. Weil ein 12,5er ist für einen Barsch einfach eine verdammt große Beute. Mhm. So, da kann man auch mal einen, aber es geht mir immer um Wahrscheinlichkeiten. So, und das System haben wir sozusagen immer weiterentwickelt nach Wahrscheinlichkeiten. Und so haben wir dann unser Programm an Gummifischen aufgebaut und dann sind halt kleine Köder dazugekommen. Ich mache jetzt die Kurzfassung, ja, paar Jahre zusammengerafft auf die absolute Kurzfassung. Du als Angeleinsteiger sagst zu mir, du möchtest jetzt anfangen mit dem Raubfisch angeln. Dann sage ich heute zu dir, dann beginne mit dem Barsch. Weil mengenmäßig ist er am stärksten in jedem Gewässer vertreten und er am leichtesten dementsprechend auch zu fangen. Wenn du dann sagst, okay, was ist der nächste Raubfisch? Hecht. Ja, ist der Hecht. Und die Königsdisziplin ist dann der Zander. Wenn du jetzt anfängst und versuchst, erstmal einen Zander zu fangen, wird schwierig. Mhm. Weil ganz viele Grundlagen lernst du schon beim Barschangeln. Und dann vom Barsch auf den Hecht zu kommen, netter Nebeneffekt ist ja, wenn du weißt, wo sich viele Barsche aufhalten, in der Regel hält sich dort in der Nähe auch immer ein Hecht auf, weil der Hecht natürlich am meisten Barsche frisst. Und das sind dann so Dinge, die kommen dann zusammen. Und zuerst den Barsch, dann den Hecht, dann den Zander. So, der Gummifisch setzt voraus, dass du ihn einsetzen kannst. Das ist ja erstmal nur so ein Stück Plastik. Ja? Und du musst ihn selber mit deiner Köderführung zum Leben erwecken. Das heißt, du musst schon gewisse anglerische Skills auch haben. Nicht wie beim Posenangeln, Köder reinwerfen und warten. Die arbeitet alleine. Und arbeitet alleine. Sondern du musst ihn halt animieren. Und dann, das war jetzt wieder eine persönliche Geschichte, war ich irgendwann mit meinem Bruder im Angelgeschäft. Da haben wir Gummifische ausgeliefert und dann hat er an der Kasse, da gab es so ein kleines Tresendisplay, hat er diese Spin-Mats gesehen. Mhm. Nimmt sich davon 3 Stück mit. Und er selber, Angeleinsteiger, war dann angeln an der Elbe und hat dann irgendwie den Gummifisch, mittlerweile habe ich die Geschichte so oft erzählt, ich weiß nicht mehr, ob es 2-mal oder 3-mal, ich glaube, er hat halt 3-4 Gummifische, die ich ihm in die Hand gedrückt habe und wo ich gesagt habe, hier, nimm die, fang damit den ersten Fisch, hat er abgerissen. Weil er die einfach in die Steine gehangen hat. Der Junge hat halt genau dort geangelt, an der dicksten Steinpackung weit und breit. Das ist gar nicht so leicht, wenn dir das keiner zeigt. Das ist einfach nicht leicht. Und dann hat er diesen Spin-Mat in der Tasche gehabt, macht sich den Draht, wirft ihn aus, über der Steinpackung, kurbelt ihn durch, fängt den ersten Barsch, fängt den zweiten Barsch, fängt den dritten Barsch. So. Und rief mich dann an und sagt, ja. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Aber gesagt, weißt du was, das ist nochmal eine Stufe leichter. Weil es ist nicht nur damit getan, dass ich dem Angeleinsteiger jetzt helfe, die passende Gummifischfarbe auszuwählen. Er muss ja auch die Skills dafür haben. Er muss ja auch mal lernen, wie ich den halt anbiete, wie ich den präsentiere, wie ich den zum Leben erwecke, um einen Fisch damit zu fangen.
Und das ist unter Umständen schwierig. Und so arbeite ich mich durch die verschiedenen Dimensionen. Und beim SpinMet war es dann so, dass ich dort angerufen habe, beziehungsweise erst habe ich mit den ganzen Fachgeschäften gesprochen, habe gesagt, bei euch die Displays. Ich habe Displays in den Läden gefunden, stand SpinMet drüber, bisschen polnische Schrift, da hingen Stahlvorfächer dran. Ich habe gesagt, warum hängen Stahlvorfächer dran? Das ist ein genialer Köder. Also ideal für Angeleinsteiger. Auswerfen, durchkurbeln, spitzenmäßiger Hochsommerköder. Ja, gibt's ja nicht. Ich sage, wie gibt's nicht? Na, sind ja nicht lieferbar. Und so. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen. Dann sind 2-3 Jahre vergangen. Also ich musste alle halbe Jahr wieder anrufen. So, nein, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon Vertrieb, wir haben schon... Ja, lass mal treffen. So. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, so wie wir heute hier sitzen. Und dann habe ich gesagt, das ist total coole Jungs. Also richtig bodenständige, nette, also Leute, ja. Da ich gesagt, also ich finde den Köder gut, weil so würde ich da was drumherum bauen. Wir sind die Firma Lieblingsköder aus Deutschland, man kennt uns im Fachhandel, wir beliefern den Fachhandel, sollen wir das nicht für euch machen? Ja, und jetzt vertreiben wir sozusagen SpinMet, und was ganz spannend ist, mittlerweile entwickeln wir gemeinsam mit der Firma SpinMet halt auch neue SpinMet-Produkte. Mhm. Weil die sagen, ja, was brauchst du? Ich sage, ja, ich brauche was für flache, verkrautete Gewässer, so wie unsere Vereinsgewässer hier halt aussehen. Ich brauche nicht den 100.000. Profiköder fürs Angeln vom Boot. Das können wir dann später irgendwann mal. Aber jetzt brauche ich einen ganz flach laufenden Köder, mit dem ich halt im Herbst überm Kraut oder jetzt im Winter, wenn die Fische keine aggressive Beute haben möchten. Und so versuche ich genau den Köder zu finden, der möglichst gut funktioniert. Ja, also, irre. Ja, was, aber es ist ganz spannend und gibt einfach mal Einblicke, die man, glaube ich, sonst nicht bekommt, was ich sozusagen sehr interessant finde. Jetzt kommt sozusagen, also was heißt jetzt? Mhm. Videos hast du ja schon vorher auch gemacht, aber ich würde jetzt sagen, dass das relativ unregelmäßig am Anfang passiert ist, oder korrigier mich, aber ich habe jetzt das Gefühl, du setzt dich da, also ne, du machst dir ganz doll, überlegst du dir, was jetzt ist in dem Moment, in der Jahreszeit, oder was ist das, was ich zeigen möchte, und hast dann halt die Lieblingsköder-Angelschule sozusagen dazu gemacht. Ja, Lieblingsköder-Angelschule, das ist unser YouTube-Format. Also, ich habe das kürzere Stückchen gezogen. Ja, einer muss jetzt hier YouTube machen. So. Und dann, wer macht's jetzt? Aber du bist ja auch das Gesicht, oder? Du bist doch das Gesicht. Ja, ich bin das Gesicht geworden, weil ich dann gesagt habe, okay, einer muss es machen, dann mache ich's halt. Ich habe auch kein Problem damit, das zu machen. Die ersten Folgen, ich meine, man sieht das ja, ne? Da stehe ich irgendwie mit Hemd bei uns im Studio. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja keine Ausbildung in dem Bereich oder so. Das hat mich schon viel, viel Zeit und Kraft gekostet, da irgendwie so reinzuwachsen. Und klar, auch die Frequenz. Also damals haben wir irgendwie ein Video gemacht und dann ist es bei YouTube online gegangen, wenn es halt fertig war. Jetzt ist es so, ich laufe ja meistens den Ideen schon hinterher. Ich weiß ja jetzt schon genau, was ich in einem Monat euch erzählen möchte, was in einem Monat wichtig ist. Mhm. Jetzt gerade habe ich ein Video gemacht zum Angeln am Forellensee zum Beispiel. Das wussten wir letztes Jahr schon, jetzt ist es halt plastisch, die Leute machen im Herbst oder im Frühjahr ihren Angelschein. Du machst gerade deinen Angelschein und jetzt sagst du, okay, ich habe noch genau vielleicht noch den November und den Dezember Zeit, um einen Hecht zu fangen. Das sind ja keine einfachen Hechtmonate, das ist ja schwierig. Mhm. Ja? Wenn du weißt, wo, okay, bleib mal beim Dezember und Januar, das sind schwierige Hechtmonate, Punkt. Oder du läufst halt direkt in die Schonzeit rein. Du hast einen Angelschein gemacht, weil du sagst, ich möchte jetzt meinen ersten Raubfisch fangen. Jetzt sitzt du erstmal ein halbes Jahr zu Hause und sagst dir, okay, ich habe jetzt Schonzeit und es ist kalt draußen und sowieso kann ich jetzt nichts machen. So, ich kann jetzt nur zu Hause sitzen und dann irgendwie warten. Und das ist mir aufgefallen, da habe ich gesagt, nein, musst du gar nicht. Du kannst jetzt mit deiner Barschangelausrüstung zum Forellensee gehen, dort eine schöne Zeit haben, nimmst noch die Kinder mit oder nimmst noch Freunde und Bekannte mit, kommst dort zum Fangerfolg und kannst dort dann deine Angelausrüstung schon mal einweihen. Jetzt sind wir beim SpinMet. 4 Gramm SpinMet. Auswerfen, durchkurbeln, erste Forelle fangen, funktioniert. Wenn du das gemacht hast, sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich mal die Köderführung zu variieren. Auch mal zu sagen, ich kurbel mal ein Stückchen durch, jetzt mache ich einfach mal einen Spin-Stop. Lass den Köder einfach mal ein Stückchen absinken. Und die Forelle zum Beispiel, die reagiert hervorragend, wie auch die Barsche und Zander, auf Köder in der Absinkphase zum Beispiel. Und dann kriegst du mal deinen allerersten Biss in der Absinkphase und merkst einfach mal, wie sich das anfühlt. Ach so, das war gerade ein Biss, das war jetzt, ne? Der Unterschied zwischen Pflanze, Stein und Biss ist für Angeleinsteiger manchmal... Nicht zu unterscheiden, oder Erik? Ja, das gibt's ist ein Thema, Geschichte? Das... Naja, bei Frieda ist relativ regelmäßig ein Biss da.
gewesen. Kein Biss ist. Es geht jetzt natürlich abwärts, aber am Anfang ist es ein Lerneffekt. Du kannst ist es ja am Anfang nicht unterscheiden. Oder zum Beispiel bei meinem Sohn, der angelt auch, da ist vor 2 Jahren gewesen, auch er hat mit Spinmats geangelt und der war total glücklich, er hatte dauernd Bisse. Ich wusste, dass er nur über dem Grund da und im Kraut hängt, aber er hatte dauernd Bisse und hat das Ding 2 Stunden lang geworfen und durchgekurbelt, ohne Fisch, aber er hatte nur Bisse. Okay. Also Motivation pur. Und dann kam auch keiner raus? Nö, aber... Dann lag es an der Stelle. Einen Monat später gab es welche, also alles gut. Genau, mich interessiert jetzt sozusagen, bevor wir gleich zu unserem Spiel Fischeraten kommen, einfach, was hast du dir denn mit Lieblingsköder jetzt so noch vorgenommen? Was ist denn so das, wo du sagst, das will ich gerne machen noch dieses Jahr oder in der Zukunft? Oh, das ist eine gute Frage. Muss mir jetzt keinen Businessplan sagen, aber... Nö, es gibt eigentlich keinen größeren Plan. Ich lasse mich, also es gibt den Plan eigentlich nicht. Ich lasse mich so leiten und wir gucken einfach mal, was passiert. Also was mich noch interessiert, sind natürlich so ein paar Basisthemen um die Köder drumherum, zum Beispiel der passende Kescher. Ich kann mich an solchen Produktentwicklungsthemen aber wirklich auch, also ich kann mich da richtig reinfressen. Ich beschäftige mich gerade mit dem perfekten Kescher. Gummiertes Netz, Vollgumminetz, Länge, Größe, Gestänge, Scharniere, Griffe, muss es schwimmen können oder nicht? Also ich bin auch geeignet, ein Thema wirklich komplett auseinanderzunehmen und am Ende wieder zusammenzusetzen. Und ich scheitere auch regelmäßig an Produkten. Also ich wollte zum Beispiel eine Angelkiste herstellen lassen. Made in Germany. Funktioniert nicht. Funktioniert vom Preis her nicht. Also sich eine Angelkiste zusammenstellen zu lassen mit ein paar tausend Stück in der Auflage, funktioniert nicht. Kann kein Mensch bezahlen. So, und dann sage ich aber, okay, dann mache ich das Thema halt nicht. So, dann gucken wir halt weiter, was als nächstes kommt. Aber ein Kescher zum Beispiel ist für mich eine ganz spannende Frage. Und wenn du, also wir versuchen, das eine Produkt dann zu finden. Bevor wir aber zum Fischeraten kommen, ich glaube, Jens, ist noch eine Sache wichtig. Um das nochmal abzurunden mit der Lieblingsköder-Angelschule. Also ich mache diese Videos bei YouTube. Und wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, okay, ich brauche die passenden Köder. Aber genauso wichtig ist, sich eben mit dem Gewässer auszukennen. Zu wissen, an welchem Angelplatz muss ich überhaupt angeln. Wie biete ich den Köder dort an? Und was mir immer sehr hilft, ist, was passiert da eigentlich unter Wasser? Mhm. Weil die meisten Leute, die stehen irgendwie am Ufer, werfen dann aus und dann siehst du halt, okay, das Ergebnis. Aber du weißt eigentlich nicht, warum ist das jetzt so? Stehen die Fische jetzt im Frühjahr flach oder tief? Reagieren die jetzt gut auf aggressive Beute oder nicht? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Das ist mein Thema. Sehr gut. Das ist auch ganz wichtig, wenn du die Fischereischeinprüfung machst. Das ist ein eigener Bereich. Umwelt, Natur, Fischverhalten, weil wenn du da angelst, kannst du so beskillt sein mit den tollsten Ködern anfangen. Wenn du zu blöd bist, den Fisch zu finden, dann kannst du da so viel Skills-Zeug durchwerfen, wie du möchtest. Ich glaube tatsächlich, in der Angelprüfung weißt du gar nicht, wofür das am Ende gut ist. Also warum ist es wichtig zu wissen, ob das Gewässer nährstoffarm oder nährstoffreich ist? Aber warum ist es wichtig zu wissen, ob der Fisch an der Oberfläche jagt oder eher so am Grund steht? Ob er was er für Uferzonen bevorzugt? Also wenn man so ein bisschen auch nachdenkt, ne, bei den Fragen, die man da beantwortet und das dann auch mitnimmt, könnte man ja drauf kommen, dass vielleicht in der Mitte vom See nicht immer unbedingt im Hochsommer die beste Idee ist. Ja. Oder dann kommt doch der Ausnahmefisch, man weiß es nicht. Dafür bleibt morgen noch mehr Zeit. Genau. Tut mir leid, Freunde, aber wir müssen jetzt mal tatsächlich nochmal zum Punkt kommen. Und zwar nämlich zu unserem, und einfach weil ich Bock habe, es nochmal zu machen, unserem Spiel Fischeraten. Und damit Jens auch weiß, was ist das überhaupt, erklären wir es nochmal. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fischeraten. Lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten? Na? Was denkst du, Jens? 8. Das finde ich gut. Das ist ein gesundes Mittelmaß. Sehr gut.
wir sagen trotzdem fairerweise dazu, dass die Jungs Micha und Robert von MR Baits den letzten Fisch in 2 Fragen beantwortet haben. Das ist schon ziemlich sportlich. Ich würde das jetzt aber für uns auch nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Ich sage nur, das wäre der Rekord, den man knackt. Das war eine Bachforelle. Wichtig ist bei dem Spiel, du musst die Fragen nicht chronologisch durchgehen. Wichtig ist bei dem Spiel, die passenden Fragen zu finden. Und da du ja gerade gezeigt hast, was für ein systematisch denkender Mensch du bist, ist 8 Fragen locker zu schaffen. Das denke ich auch. Wichtig ist, das wissen wir natürlich nicht, welche Frage ist halt genau die richtige für den Fisch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, fängst du mal an, Jens, mit der ersten Frage. Ich würde sagen, wir beginnen mit Frage 6. Gibt es ein Mindestmaß? Ich wusste, irgendwann fällt mir auf die Füße, dass ich eure Sendung noch nie gehört habe. Ist nicht schlimm. Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Die ist bei mir abhängig vom Bundesland. In Berlin? Nein. In Brandenburg? Nein. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es für mich ein Mindestmaß von 20 Zentimetern. Mach's. Wie, du weißt es schon, oder was? Und ich glaube, es wird sogar noch unterschieden zwischen Küstengewässer und Binnengewässer. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Willst du schon lösen? Barsch. Ganz sicher. Einlocken, lösen. Jetzt, also Sie sehen mich erstaunt, aber hau raus. Wenn du das Gefühl hast, du weißt es. Wir dürfen nur einmal antworten, ne? Das Spiel ist vorbei, sobald wir eingeloggt haben. Und wenn es falsch ist, ist es vorbei. Dann haben wir verloren. Vielleicht als kleiner Gegentest nur für dich. Was könnte es noch sein, wenn du dir unsicher bist, wenn du darauf keine Antwort weißt? Die Frage ist doch eher, wir wissen jetzt, es gibt ein Mindestmaß in Mecklenburg, es gibt keins in Berlin und in Brandenburg für diesen Fisch von 20 Zentimetern. Wollen wir rausfinden, ob das, wenn wir wissen, Mecklenburg 20 Zentimeter und es gibt einen Unterschied zwischen Küsten- und Binnengewässer, ob es vielleicht ein Salz- oder Süßwasserfisch ist? Wahrscheinlich ist es auch beides. So, dann vielleicht wollen wir trotzdem mal wissen, ob es ein Raub- oder ein Friedfisch ist. Wer hat es mit einer Frage geschafft? Ein einziger, Steven Klatt, da ging es um den Wales und er hat gefragt, was die Größe oder das Gewicht ist. Genau. 3 Meter, maximale Länge. Genau, weil wir geben auch immer das Maximum an. Das war einfach. Du kannst es gerne lösen. Ist nicht schlimm. Das ist ja Teamplay, ich will uns hier nicht beide, nee, wir müssen das schon gemeinsam. Ich bin mal nett und versuche dir zu helfen, Erik. Wenn das wirklich eine Frage ist und Jens hat recht, möchte ich keine Hilfe haben, weil das fühlt sich sonst falsch an. Das fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an, dass er uns hilft. Er darf uns auf gar keinen Fall helfen. Nein. Auf gar keinen Fall darf er uns Sehr helfen. Sehr gut. Ich mag das. Ich mag die sportliche Einstellung. Du bist doch aus Berlin, Erik. Nee. Naja, ich bin aus Potsdam. Also ich bin Brandenburger. Super, dann weißt du ja, in Brandenburg gibt es kein Mindestmaß für den Barsch. Ja, in Berlin auch nicht. Das ist klar. Das habe ich ja gesagt. Das hat er ja gesagt. Ich habe gesagt, in Berlin nichts, in Brandenburg nichts, in Mecklenburg-Vorpommern 20 Zentimeter als Mindestmaß. Es gibt keine Schonzeit. Und ich glaube zu wissen, dass sogar teilweise unterschieden wird in Mecklenburg-Vorpommern, wo du dich befindest. Ob du wirklich Binnengewässer bist oder ob du auch in den Bodden- bzw. Küstenwässer unterwegs bist. Da bin ich mir aber gerade nicht zu 100%ig sicher. Das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich denken würde, dann ist vielleicht nicht der Arsch. Aber ich will dich auch nicht irritieren, wenn du sagst, da bin ich mir echt sicher, dann Feuer frei. Weil das wäre jetzt das, natürlich der Das, was ich zum Schluss gesagt habe, vielleicht auch mehr so in Klammern, das kann gerade ein bisschen Halbwissen, gefährliches Halbwissen sein. Okay. Nimm lieber als wirklich verbindlich 20 Zentimeter lege ich meine Hand für ins Feuer. Dieses Mindestmaß gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Wäre jetzt natürlich der Oberkracher mit einer Frage. Fänd ich schon sexy. Vor allem 8 angesagt. Naja. Das ist richtig cool. Also Frage 14 ist, Erik, jetzt nur mal unter uns Pfarrerstöchtern. Frage 14, ich darf doch nur die Fragen sehen. Frage 14 ist, bist du gestreift? Ja. Meinst du, dass wir... Also was möchtest du damit ausschließen? Ja, alles andere. Naja gut, aber ein Zander kannst du dann auch... Ein Zander hat kein Mindestmaß von 20 Zentimetern. Nee, der hat ein höheres, da hast du vollkommen recht. Ich würde es gerne probieren. Ey, hau raus. Ja, falls wir falsch liegen, muss ich irgendeine Strafe kriegen. Okay. Irgendwas. Ich überlege gerade, was könnten wir machen? Er muss all seine Spinnets uns geben, die er mit hat. Nee, nicht uns. Wenn, dann den Hörern und den Zuschauern. Aber das ist halt ganz schön krass und wahrscheinlich auch zu viel. Nee, aber vielleicht eine Tüte Lieblingsköder raustun. Ja.
Wäre das ein fairer Wetteinsatz für die Zuschauer / Hörer? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ein Barschpaket. Ja. Dann stelle ich ein Barschpaket zusammen für eure Zuhörer. Aber wenn du jetzt falsch liegst, logischerweise. Falls ich falsch liege. Ja. Ich finde es einen spitzen Einsatz, da gehe ich mit, weil ich kann eigentlich nicht so richtig verlieren und die Zuschauer, Hörer können eigentlich nur gewinnen. Aber eigentlich will ich auch, dass du recht hast. Ich würde auch gern, dass ich recht habe. So. Also wir sponsern auf jeden Fall ein Barschpaket. Okay. Das ist auf jeden Fall klar. Okay, dann lockst du ein? Oder ja? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, es wird auch, es wird dunkel. Lockst du ein? Okay, komm. Welcher Fisch soll es sein? Der Barsch. Richtig! Na, ja! Wirklich? Ja, was denn sonst? Geil! Mensch? Das ist ja der Wahnsinn. Jungs! Oh, Hammer! Ja! Gegrillt! Ja. Gegrillt! Ey, ich. Wahnsinn! Nochmal, was denn sonst? Und ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob es den Unterschied. Und es gibt, glaube ich, den Unterschied, genau wie du es gesagt hast, zwischen Küste und Binnen. Genau. So. Wenn ich nachher auf den Zug. Ich erinnere mich auch, da stand mal drin irgendwas mit 18. 18 und 20. Wow. Ja, also und ich bin völlig perplex. Das ist die richtige Frage. Das ist Wahnsinn. Ey, es ist ja wirklich stark. Der absolute Wahnsinn. Das war richtig stark. Bum, 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 und ich hätte es nicht gedacht, vor allen Dingen nach der vorletzten Episode mit 2 Fragen. Ja. Was schon echt krass ist. Man muss aber sagen, wären wir nicht in Mecklenburg-Vorpommern, wären wir irgendwo in Berlin und Brandenburg unterwegs gewesen, hätte ich halt gesagt, es gibt kein Mindestmaß und keine Schonzeit. Ne? Ja, also das stimmt. Ganz klarer Standortvorteil. Naja, gut, aber ich hätte die Frage trotzdem nicht beantworten können. Bin seht ihr, auch Freunde, ehrlich? Noch ein Grund mehr, um nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen. Sage ich ja schon mein Leben lang. Jens ist stark. Dann erstmal. Und weißt du, seit wann es 20 Zentimeter sind? Das weiß ich nicht. Lass uns das gleich mal weiter diskutieren. Würde ich gern. Ich google das mal. Können wir mal machen. Ja. Ich würde sagen, jetzt erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut und zugehört habt. Die nächste Episode geht's los. Das kleine 1x1 für den Hecht. Ja. Jens, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wie ihr an das Barschpaket kommt, klären wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt hechtig gewaltig und nicht vergessen, freitags immer angebissen Zeit. Bleibt hechtig gewaltig, Leute. Ciao. Macht's gut. Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.